Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends XXL Pack Opening. 150 Packs oder 153 Packs an der Zahl werde ich öffnen. Ich habe es live auf Twitch gestreamt und lade das jetzt noch nachträglich auf YouTube hoch. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich habe am Anfang ein bisschen Tonprobleme, das geht aber nur ungefähr circa eine Minute. Ich lasse einfach die Hintergrundmusik ein bisschen lauter laufen, damit euch mein Gesafte nicht die ganze halbe Stunde auf den Sack geht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ah, ich bin mal gespannt. Sorry für meine Verpeiltheit, aber das ist so bin ich halt. Bisschen behindert manchmal im Kopf. Klippen, ja, toll, danke. Dieser ganze seltene Kram jetzt für Wolk, das war so klar. Vergiss nicht, auf deine Metalle zu gucken, wolltest du mal gucken. Oh, stimmt. Ich bin jetzt bei 1040. Ich mich schon wieder komisch an. Ich prüfe. Okay, ja, Handy war zu nah am Ding. Und solange nicht wieder diese hässliche Roboterkacke kommt. Die seltenen brauchen wir uns nicht angucken. Ein Holospray. Spannend. Ich hoffe ja auf irgendeinen Emote. Ein Emote für Vault, das wäre schon cool. So ein Ground Emote, auch wenn mich das überhaupt nicht interessiert. Wo ist die Cappy hier? Die Cappy ist. Ah ja, komm. Extra fürs Pack Opening. Zack. So, besser. Schon ein bisschen Werbung machen hier. Einfach nur mal für mich so. Ah ja, okay. Doch nicht so. Das Blöde ist halt, wenn man schon so viele Pack-Openings gemacht hat, wird es dann irgendwann schwer, dass da irgendwas drin ist, was dich so völlig wegballert. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach Klaus, das hast du doch wahrscheinlich irgendwie, hast du das doch manipuliert. Widerlich. Ey, warum habe ich schon so viel von diesem Dulli, ey? Das ist doch traurig, ist das doch. Sorry, ich adde keine Leute. Erbstück. Also Splitter wären schon cool, aber ich glaube, ich würde mir jetzt kein Erbstück holen, weil ich wüsste nicht für wen. Weil ich habe schon 4 und aktuell die Erbstücke, die es noch so gibt, die interessieren mich so null. Also optisch schon, aber ich spiele weder Bangalore noch Gibi zu selten, als dass ich das lohnen könnte. Und die nächsten Erbstücke, die kommen, sprich Krypto, Revenant oder Watson, Rampart. Das ist für mich irgendwie genauso wenig. Leider. Die seltenen könnten irgendwie ein bisschen geiler aussehen. Klaus hat EA gebrochen. Geil. So, was haben wir hier? Oh, hurra, wie ich das liebe. 600 Crafting-Metalle in Gold. Schön. Danke an 142 Zuschauer aktuell. Feuer frei. Jetzt ruckeln sogar schon die Pack-Openings. Was ist das denn? Ist das dein scheiß Ernst?
Camper um, zweimal hintereinander. Oh mein fucking Gott, ist das dumm. Drei hintereinander, was geht denn jetzt ab? Oh, jetzt dachte ich, jetzt kommt mal was Vernünftiges. Was ist das denn? Ein Octane-Frame. Hm. Bei mir spackt gerade das Opening. Das ist spannend. Ziehe ich alles einfach nochmal. Ein Skin für einen Bogen, das würde ich cool finden. Irgendeinen legendären. Wie viele Skins ich jetzt schon in selten habe. Ui. Ja, ich meine, gut, das kommt immer drauf an, wie viele Pack-Openings man schon gemacht hat. Wenn man das selten macht, freut man sich auch über 600 Crafting-Metall. Aber wenn das Gold leuchtet, dann gehst du davon aus, dass das irgendwas Geiles wird. Und kein Crafting-Metall. Und ich habe nun schon wirklich so viele gemacht, dass ich halt ständig diesen Scheiß ziehe. Ey, bitte ein Legenden-Skin, keine scheiß Banner, Alter, warum? Aber es ist immerhin... Ich... Ja, nimmt irgendwie gerade die Tasten nicht richtig an, irgendwie leckt's ordentlich. Komm, irgendwas richtig Geiles. Habt ihr euch die legendären Skins von dem Bogen mal angeguckt? Die sehen gar nicht mehr so blöd aus. Ich habe schon 7000, nur 7000 mehr, obwohl, so lange spiele ich noch gar nicht. Season 9. Oh, also legendäres ist heute aber ordentlich dabei. Oh, AQ, Alter, wirklich richtig tief, ey, warum? Nice sieht er aus. Ja, komm. Schick ist er, doch, kann man nicht meckern. Aber vielleicht, ich habe ja bestimmt so viel Crafting-Metalle zusammen, dass ich mir vielleicht wenigstens für einen Bogen einen Skin aussuche. Nicht für Ward, weil ich habe diesen Sonderskin und den will ich eigentlich ehrlich gesagt nicht tauschen. Der erste Skin für den Bogen, muss ich mal reingucken gleich danach. Repeater, eine Dreckswaffe. Ja, doch, der Elster-Skin sah wirklich fresh aus, muss man mal sagen. Und ich werde mir für Ward mal noch diese Emotes angucken, die Ground Emotes, die kenne ich nämlich noch nicht. Und da ich sie gemaint habe, würde ich schon mal gucken, dass ich vielleicht da noch einen freischalte. Und die werden wahrscheinlich so selten zu ziehen sein. Zieh mit den Holosprays, als die rauskamen, habe ich glaube ich die ersten 150 Packs, vielleicht zwei Holosprays bekommen, wenn überhaupt. Ey, ohne Scheiß, die Repeater ist eine Schmutzwaffe. Schon wieder was Goldenes, krass. Ich spring gleich aus dem Fenster, ey, was soll das? Das ist das dritte in 43 Packs. Das dritte goldene Banner. Warum? Für wen ist die Scheiße? Für Loba. Und er sieht so kacke aus. Ach komm. Schickt man eine 1 für Repeaters, der absolute Dreck, eine 2 für, ey, Repeater ist doch voll geil. Und diesmal habe ich mir gemerkt, 1 für Scheiße, 2 für geil.
sehr viele Einsen, sehr viele Einsen. Ah, den Repeater muss man, glaube ich, echt zu spielen wissen. Ich habe am Tag von Season 8, am ersten Tag habe ich ihn ein paar Mal gespielt und habe so geil getroffen mit dieser Waffe. Und irgendwann war der Zauber vorbei. Dann war alles scheiße. Und seitdem hasse ich diese Waffe. In Slums habe ich die Waffe gespielt. Da war ein Bloodhound in einem Gebäude. Der hat jedes Mal Tür auf, Tür zu. Der war 30 Meter entfernt und ich habe auf seine fucking Brust geschossen. Gezielt. Kam nicht ein Hit an mit der goldenen Repeater. Da war Schweini dabei. Ich bin kurz vorm Ausrasten gewesen. Das war im Livestream. Und seitdem hasse ich diese Waffe, weil ich es nicht nachvollziehen konnte. Sogar R3 für extrem scheiße. Bitte löscht sie aus dem Spiel, so ungefähr. Du hast ein Emote bekommen? Echt? Für wen? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, ich laber zu viel dort. Ich habe es nicht gecheckt. Wirklich jetzt? Aber dann war es kein spannendes. Tut mir leid, dann habe ich das völlig verrafft. Ja, der Bogen ist irgendwie geil. Mit dem Bogen komme ich auch relativ gut klar, muss ich sagen. Bis auf vorhin. Jawohl! Ein Finisher für Morg. Ich raste aus. Geil, 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 geil. Boah! Das ist ja schon... Alter, das ist ja schon fast... Verurteilt mich nicht für diesen Kommentar. Das meine ich nicht irgendwie komisch. Aber kennt ihr American History X? Irgendwie hat der ganz, ganz stark was davon, oder? Da fehlt nur die Bordsteinkante. Alter, der ist krass. Alter. Aber das ist schon geil. Also ich hoffe, das versteht jetzt keiner irgendwie falsch hier. Oh, das ist krass, Alter. Das ist krass. Fucking Mist, ey. Oh, ist der krank. Was für ein Finisher. Nebenbei bemerkt, der Film ist krank. Der ist gut, denn ich mag den Film total. Geil gespielt hier von Edward Norton. Muss ich sagen. Scheiß, Alter. Heftig. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, American History X, krasser, krasser Film. Gut gemacht. Oh Gott, wie alt ist denn dieser Film? Ist ja auch schon Asbach uralt. Ein krasser Finisher, ich nicht drum fertig. Genau deswegen gucke ich mir ungern in der neuen Season den ganzen Scheiß an, die ganzen Skins, die Finisher, die Emotes eigentlich. Weil dann ist man eben auch überrascht, wenn du das dann ziehst und denkst dir, wow, das kennst du noch gar nicht. Das ist halt geil, dieser Überraschungseffekt, als wenn du alles schon kennst. Er läuft mit den Packs. Naja, gut, dass ich viel Crafting-Metalle ziehe, war mir klar. Weil ich würde mal sagen, oh Gott... Viele Packs habe ich in meinem Leben schon geöffnet, oh Gott, über 1000 definitiv, wenn das reicht. Heimasch, moin, danke für dein Follow. Gut, ey, ich bin jetzt nicht böse, wenn ich keine Erbstücksplitter ziehe. Wie gesagt, ich habe schon 4... Und ich würde die Splitter nur aufheben, weil ich kein Erbstück aktuell habe, was ich haben möchte. Ich habe Octane, ich habe Lifeline. Lifeline habe ich ja noch gezogen, als es noch Erbstücke zu ziehen gab und keine Splitter. Da habe ich mega gekotzt, da habe ich mich so geärgert, dass ich ausgerechnet Lifeline ziehe. Octane habe ich mir gekauft aus dem Event. Was habe ich noch? Pathfinder? Und ich habe Bloodhound. Genau.
Was geht denn jetzt ab? Ein Follow nach dem anderen. Zitronenhai, Notorious und Cryptical. Moin, danke, danke. Und wer Bock hat, dran zu bleiben nach dem Pack-Opening, es geht auf jeden Fall mit Schweini und Mongo mit Ranked weiter. Ey, da muss noch irgendwas Geiles dabei sein. Okay. Ich hatte noch nicht eins für Wraith. Okay. Da seht ihr mal, wie viel Scheiße hier noch im Umlauf ist, den die Menschheit nicht braucht, das ganze weiße Zeug. Ich bin 38, ich bin schon ein richtig alter Sack und deswegen habe ich auch keine Reaktionszeit. Deswegen spiele ich manchmal so schlecht und dann öfter. Meine Ausrede, ich bin einfach zu alt. Schon wieder ein E-Mod geskippt? Willst du mich verarschen? Ehrlich jetzt? Warum raff ich das nicht? Das ist wahrscheinlich alles, was nicht irgendwie mindestens lila ist, ist für mich uninteressant. Merkt euch mal bitte für wen. Das ist wahrscheinlich dieser... Kann das sein? Es gibt doch nur noch lila und gold. Die anderen hat man doch geschenkt bekommen, oder? Check ich das? Loba, okay. Und jetzt muss ich aber ganz genau hinschauen. Janinibus, moin. Ja gut, ich erzähle halt auch echt manchmal ganz schön viel und dann raff ich's nicht. Das ist eine Bannerpose, ja, ich sehe es richtig. Bobby, ich hab's nicht gerafft. Loba und Lifeline, okay. Da werden wir genauer hingucken. Skin für den Bogen, bitte. Das wäre schon echt nice. Ich weiß nicht, vielleicht hänge ich auch noch ein paar Packs dran. Ich bin mir noch nicht so sicher. Das macht mich jetzt wuschig. Ohne Scheiß, dass ich das nicht gerafft habe. Kein Metall, kein Metall, kein Banner. Jawohl! Und ich glaube, das ist sogar der Bogenskin, den ich haben möchte. Ja, edel. Ich bin mir nicht sicher. War's der? Oh, der sieht geil aus. Sehr schön. Wie gesagt, ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich vielleicht doch noch ein paar Packs mehr hole. Ich will jetzt wissen, wie so ein Emote aussieht, wenn ich das ziehe. Warum habe ich das übersehen? Kill. Okay. Metall ich ziehe, das ist so unwahrscheinlich unfassbar. Ich habe mir mal von irgendjemandem sagen lassen, wenn du eine Menge von diesem Crafting Metall hast, am besten diesen ganzen seltenen Scheiß kaufen von den ganzen Legenden, den Waffen und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Aber ich weiß nicht, wie teuer wird denn das werden? Was können Sie mal den neuen Helden spielen? Bitte, bitte nicht Sie sagen, das ist ja ekelhaft. Ich finde, unter YouTuber und Twitch-Streamer und den ganzen Spaß, das macht man nicht sie. Sie ist, macht man nicht. Du. Und ich spiele fast ausschließlich die neue Legende. Das ist mein neuer Main, kann ich mal sagen. Du. Ist zwar nur episch, aber so Metallic-Blau. Sieht jetzt auch nicht so blöd aus. Seid doch mal alle so lieb und drückt auf Follow bei dem lieben Kasper. You're so annoying. Selbst von ihm.
Ja, wie viel da noch im Umlauf ist. Sie, alter Mann, danke. Was Goldenes. Okay. Ich spiele sie einfach überhaupt nicht. Der ist episch, legendär. Sorry, aber Leute, wo ist der legendär? Der sieht höchstens episch aus. Aber mehr auch nicht. Also ist jetzt mein Empfinden so. Schade, Panda ist nicht da. Die hätte ich gerne mal gefragt als Watson Main. Macht sich jetzt jeder hier mit diesem Scheiß-Zieh einen Spaß, vielen Dank. Ach, ist das ein Spaß. Also Lifeline und Lowbar. Okay, Lifeline und Lowbar muss ich jetzt mal reingucken. Wie viel ist denn bei Episch? 200. Rot, pum, pum, pum. Auch noch gekauft. Wie gesagt, vielleicht hole ich doch noch ein paar. Aber jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 4.500 Crafting-Metalle noch dazu gekriegt. Tatsächlich. Ich hab's nicht gerafft. Und Loba war's. Loba, Loba, Loba. Ich muss einfach noch mal ganz kurz gucken. Nur mal ganz kurz, einmal am Tag muss man Loba-Arsch gucken. Das ist der normale. Der ist ja geil. Obacht, was ist hier los? Den equippen wir mal. Na komm, jetzt will ich wissen, wie der aussieht. Das ist dieser Golf-Emote mit Revenants Gedöns Kopf. Oh, der ist geil. Gehen noch, oder? 50 machen wir noch. Aber wenn noch ein muss, aber dann ist Schluss. Also lila. Mindestens lila muss ich gucken, dass es ein Emote ist. Ich habe das wirklich nicht gerafft. Und von Wort muss ich mir einen kaufen. Definitiv. Chillt mal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ach. Mindestens lila muss ich gucken, dass es ein Emote ist. Warum geht ein Twitch hier auf einmal auf meinem Handy an? Bescheuert? Hashtag unfair. Was ist unfair? Zuschauerzahl gefällt mir. 187. Was gibt's denn hier für eine Wette? Ein Waffencharm. Ah, alles klar. Okay. Soll endlich Account-Übertragung geben. Oh, ich glaube, ich rechne nicht vor Season 11 damit, ganz ehrlich. Gibt genug andere Probleme, die Respawn immer mal zu meistern hat. Naja.
ist doch, Mann. Holospray. Schön mit Arschansicht. Perfekt. Oh, jetzt kommt die Frage schon wieder, wie alt ich bin. Zu alt. 38. Ich bin ein alter Opa. Also ich rate jedem nur, den Battle Pass Skin der Flatline drinnen zu lassen, weil das einfach so ein geiles Visier ist. Da brauchst du einfach mal keine andere Optik gefühlt. Das ist zumindest meine Meinung. Deswegen, ich habe ein paar richtig geile Flatline Skins, ich habe sie aber alle nicht drinnen. Schon wieder zweimal hintereinander. Hallo? Ein legendäres Emot für Fuse, die behinderte Legende aller Zeiten. Jawohl, warum nicht? Ich mag den eigentlich, aber er ist einfach zu konkurrenzlos. Moment, jetzt muss ich mal kurz hören. Hört man da irgendwas? Hört man irgendeinen Sound von diesem Emot? Nö. Okay, ich bin wieder weg. Okay. Aber ich habe es diesmal hinten mitbekommen. Ganz wichtig. Warum ausgerechnet Fuse, ey? Pathfinder, Octane, Bloodhound. Jetzt hagelt's aber wieder hier goldenen Scheiß. Der fehlt mir auf jeden Fall noch in meiner Sammlung. Ich spiele sie ja nicht, weil Schweini Main ist. Das ist richtig scheiße, leider. Ich habe mich ohne Mist, ich habe mich mega auf Fuse eigentlich gefreut, aber die Ernüchterung kam noch am, ich glaube schon fast am selben Tag nach Release. Da nützt halt dem Team so gar nichts. Und das mit seinen Granaten, ja, ja, kann man machen, aber mehr auch nicht. Dreimal Crafting Metall. Mit Ansage, das ist schön. Naja, das nächste Pack Opening gibt es dann in Season 10. Was noch so für Events in Season 9 kommen, ob sich da vielleicht mal wieder lohnt, ein Event durchzuballern. Fuse braucht einen harten Buff. Ja, ich finde die Legende an sich von der Art, so dieses Rock'n'Roll-Style, das mag ich eigentlich total. Aber die Ulti ist für einen Arsch, mal ganz ehrlich, wie oft bist du in der Bredouille, dass du denkst, oh nein, Feuer von oben. Vorbei. Das ist, weiß ich nicht, die Ulti ist so useless. Der Ring müsste sich ausfüllen komplett mit Feuer. Das wäre krass. Aber so? Mega, mega boring. Fuse gleich Rekill. Habe ich mich auch gefreut. Alleine diese Finisher-Pose mit diesem Bam, das war so genau meins. Und dann ist das auch so eine richtige Dreckslegende. Also Rampart und Fuse sind wirklich die größten Enttäuschungen in den letzten vielen Monaten. Aber Walk hat mich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass die so viel Bock macht. Ja, natürlich weniger Damage. Also wenn das komplett Feuer macht, du kommst da so schnell nicht raus. Der Schaden über Zeit, der macht dich sowas von kaputt. Aber sowas von. Rampart ist okay. Aber Rampart ist nur okay, wenn man sie spielen kann, wenn man sie schlau spielt. Dann macht die sogar Bock. Ja. Aber die meisten
spielen Rampart scheiße. Und ich würde mal sagen, wenn ich sie mal spiele, zähle ich mich extrem weit oben da mit, ich spiele sie scheiße. Das ist belastend. Oh, Tobler. Freue ich mich. Das ist mir mit Revenant. Revenant auch eine geile Legende, muss man aber auch spielen können. Jetzt an Holosprays habe. Ich glaube, das Ding hat ein kleines Problem. Ein CodeNet Blagedöns hatte ich so auch noch nicht im Pack Opening. Daumen hoch. Was war da jetzt drinne? Jemand aufgepasst? War ich gerade noch bei 12? Ich weiß es nicht. Also ich muss auf jeden Fall nochmal in die Bogenskins reingucken und kurz. Und mir den Ground Emote von Walk reinziehen, den legendären, ob ich mir den freikaufe. Erbstücksplitter-Glück habe ich auch nicht. Ich bin immer so an der Grenze zu den mindestens 500 und dann hast du eins und wenn dann der Counter von 0 losgeht, ist das wieder genau dasselbe. Das habe ich jetzt schon zweimal durch. Immer kurz vor den 500 ziehe ich diese Scheiße. Einfach mal ganz weit am Anfang. Das wäre doch mal was. Oh, Banner Nummer 4. Ist ja toll. Warum nicht noch mehr davon? Noch zwei. Na, mal gucken. Vielleicht noch irgendwas Geiles dabei. Komm. Oh, da ist doch nochmal Gold dabei. Jawolle. Dreimal habe ich goldenes Scheiß Crafting-Metall gezogen. Dreimal. Scheibenkleister. Okay. Na schön.